In der Aufgabe B haben wir eine Rekonstruktionsaufgabe und wir sollen die Begründungen nennen, die Bedingungen nennen, die für die Funktion gelten müssen. Und da können wir jetzt aus der gleiche, aus dem Graphen hier, ich zeichne ihn hier nochmal so ein bisschen locker auf, können wir rauslesen, wir haben einen Hochpunkt. Erstens Hochpunkt bei 0 für x und y ist 4. Als zweitens haben wir einen Tiefpunkt bei minus 4 und 0, dieser hier. Zack, zack. Dann haben wir hier drittens einen Tiefpunkt bei 4 und 0. Und wir haben noch die viertens noch die Achsensymmetrie. So, das sind vier Bedingungen. Und da die Achsensymmetrie sagt, wir haben ja nur gerade Exponenten, lautet unsere Funktion f von x ja ax hoch 4 plus bx Quadrat plus d. Hier sind a, b und d, na gut, wir machen hier mal ein c hin, weil es lustig ist, a, b und c. Und wir haben hier diese drei Bedingungen übrig. Drei Bedingungen, drei Buchstaben, Name, Alphabet hier, heißt, dass wir genug Bedingungen gesammelt haben. So, jetzt könnten wir unser Gleichungssystem aufschreiben. Ich schreibe hier nochmal schon mal f' von x gleich 4ax hoch 3 plus 2bx und c fällt weg. f' von x ist gleich 12ax Quadrat plus 2b. Und wenn wir f3' noch brauchen, wer weiß es am Anfang vielleicht schon, 24ax ist f3'. So, jetzt setzen wir die Bedingungen hier gleich auch hier schon nochmal um. Dafür nehmen wir jetzt mal diese Zeichnung weg. Dieses hier heißt f von 0 ist 0, ist 4 natürlich, ich Quatschkopf. Und f' von 0 ist gleich f' von 0 ist gleich 0. Dieses hier heißt, ne, das ist der Punkt, 0, 4, und dieses hier ist die Qualität, nämlich dass es ein Hochpunkt ist oder ein Extremum. Jetzt haben wir hier f von minus 4 ist gleich 0 und f' von minus 4 ist auch gleich 0. Und das gleiche gilt hier nur nicht mit der minus 4, sondern mit der plus 4. Das kann man jetzt alles aufschreiben und dann ergibt sich daraus ein Gleichungssystem. Ich werde hier nochmal ganz kurz hinschreiben, da würde dann stehen 4 ist gleich ax hoch 4 plus bx Quadrat plus c. Hier stünde 0 gleich 4ax hoch 3 plus 2bx und so weiter hier auch. Ich schreibe das jetzt nochmal in groß auf und dann rechnen wir aus und kriegen die Parameter a, b und c raus. So, hier ist nochmal das Gleichungssystem. Hier kann man, glaube ich, das erstens nicht sehen. Erstens 4 gleich a mal 0 hoch 4 plus b mal 0 Quadrat plus c. Daraus folgt c gleich 4. Woher habe ich das? Ich habe 0 für x eingesetzt und 4. Das ist also der Punkt, das war der Hochpunkt, die Hochpunktsbedingung. Und zwar nicht, dass es ein Hochpunkt ist, sondern einfach, dass wir die Koordinaten ablesen konnten. Hier steht die y-Koordinate und hier steht die x-Koordinate. Das Ganze wird aufgelöst, das hier fällt weg, dieses hier fällt weg und c gleich 4 bleibt übrig. So, in der zweiten Gleichung haben wir jetzt 0 für x, für y und 4 für x eingesetzt. Das bedeutet, das ist der Tiefpunkt, den wir ablesen konnten, und zwar der Tiefpunkt im ersten Quadranten. So, 4 hoch 4 ist 256, 4 hoch 2 ist 16 und diese 4 haben wir von hier oben schon gleich eingesetzt, das, was wir aus der ersten Gleichung wussten. So, das hier ist also die erste Gleichung, die wir eigentlich nachher. Und dann haben wir hier die dritte Gleichung, da steht 0 ist gleich 4a mal 4 hoch 3 plus 8b. Da haben wir jetzt also 4, den Tiefpunkt hier, den die x-Wert des Tiefpunktes eingesetzt in in die erste Ableitung. Und da das ein Extrempunkt ist, muss hier dann 0 stehen. Also das hier ausgerechnet sind 256a minus 8b auf die andere Seite, also hier diese 8b darüber geholt, durch minus 8 geteilt, ergibt hier b ist gleich minus 32a. Das Ganze nennt sich jetzt Einsetzungsverfahren. Warum wir das so machen und wie werde ich in einem anderen Video erklären. Das verlinke ich auch nochmal unter diesem Video. Minus b ist gleich 32a. Das heißt, dieses hier können wir in diese Gleichung reinschreiben. Wir haben es ja aus der dritten Gleichung geholt, setzen es jetzt in die zweite Gleichung ein. Und zwar hier
für das B. Dann steht nämlich da ein Term mit A. Hier steht was mit A und da ist eine Zahl, dann kriegen wir A raus. Und wenn wir A rausgekriegt haben, können wir das hier wieder rückeinsetzen und dann haben wir C, A und B nachher raus. So, hier steht jetzt schon diese Gleichung. 0 ist gleich 256a plus 16 mal minus 32a plus 4. So, 256a, 16 mal minus 32. Dann kriege ich heraus minus 4 gleich minus 256a, teile das Ganze durch minus 256, was hier steht, und bekomme raus, a ist gleich 1/64. Dieses 1/64 setze ich jetzt hier wieder ein und bekomme raus, b gleich, gut, minus 32 mal 1/64 ist minus 1/2. Dann gucken wir auf den Aufgabenzettel nochmal zurück und da steht die Aufgabe zur Kontrolle Ihrer eigenen Rechnung: 1/64 x hoch 4 minus 1/2 x Quadrat plus 4 soll die Lösung sein. Wir haben 1/64 minus 1/2 und plus 4 und damit ist die Aufgabe gelöst.